Willkommen zurück. Bin überlegen, ob ich die Gehege nicht etwas wegnehme, woanders aufbaue. Hier ist verstorben, ja. Sind schon unterwegs. Okay. Man könnte ja auch spenden. Man muss unbedingt mehr Einnahmen generieren. Ja. Wir müssen unbedingt mehr Einnahmen generieren. Nicht wir sollten, wir müssen. Schon was. Wir müssen jetzt halt mal ein bisschen betteln. Geht ums Überleben. Einfach mal. Die haben Bock auf jeden Fall. Jetzt kann ich mir meine Attraktion für meine Koalas nicht leisten. Das ist sehr, sehr schade. Nicht so angenommen. Vielleicht spenden wir mehr, wenn wir mehr aufstellen. Jetzt wollen wir noch hier was reinstellen. Gucken, dass wir Einnahmen generieren. Ach ja. Das Ding ist ausgefallen, okay. Ja. Arbeitsbereich. Arbeitsbereich. Reich. Danke. Wer ist da hinten? Wir? Nehmen wir dich mit rein. Kann sich genauso um den Schrott kümmern. Ah, Überbelegung. Ah, so langsam kommen die Einnahmen wieder hoch. Jetzt sind wir am Plus. Veterinärforschung. Ja, die jetzt fertig werden, die kriegen erstmal nichts. Muss ich erstmal wieder ein bisschen auf dem aktuellen Stand komme. Eine Schildkröte ist ja schnell gemacht. Oder so ein Flachlandgorilla. So, jetzt sieht es nicht mehr ganz so schrecklich aus hier. So, jeden Monat. Immer lange durchgehalten. Die werden auch nicht so hart benutzt, ne? Okay, Einnahmen gehen hoch. Gut, dann gucken wir uns mal. Dann kümmern wir uns jetzt einfach mal um die Koala.
gerade erschrocken. Ist das vielleicht so möglich, dass wir jetzt einfach nur sagen... Moment. Moment, Moment, Moment. Bildung. Absperrung, Treppe. Technik anfordern. Technik anfordern. Naja, bevor es ausfällt, ne? Wie lösen wir das Problem jetzt? Wie groß ist dieser... der Negativradius? Bisschen ab hier rumbauen. Ja, machen wir das anders. Dann machen wir das anders. Ja. Aufbereitung. Klatschen wir dich erstmal dahin. Ist ja bis jetzt kein Problem. Das leicht umarbeiten. Weiße Ansicht weg. Oh. Ich nehme auch weg. Barriere können wir. Gut. Dahin. Das auf der Seite nochmal, wie das vernünftig aussieht, müssen wir von hier runtergehen. Na. Hier ist gar kein Kletterschutz, den müssen wir noch umsetzen. Strom? Natürlich nicht. Das ist kein Strom. Aber das soll uns ja nicht behindern. Wir brauchen ja trotzdem Strom da vorne. Asphalt. Na, komm mal rum. Machen wir das anders. So. Was haben wir denn mit den Tieren? Ist verstorben. Ja.
Nilwarane. Ja, werden jetzt langsam alle erwachsen, wa? Ja, was soll ich machen? Ich werde die nicht los. Machen wir das so. Lieber müssen wir auch bald wieder aufstocken. Okay. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die Bildung. Wie weit geht denn der Strom? Ah, jetzt können wir schön mittig setzen alles. So, jetzt hoffe ich, dass ich so viele wie möglich hier setzen kann, weil ich denke mal, das wird... Warte mal. Na? Nee, das geht nicht. Aber okay. Dann können wir ja immer noch Bänke setzen. Dann können wir den Weg hier auch abreißen. Ja, dann können wir den Weg hier auch abreißen. Bewegen. Das. Gut. Szenariobewertung. Jetzt Blitze anbinden. Zack, zack, zack. Angebunden. Eine Tier hat gewählt. Koala. Kann Futter geworfen werden. Sehr schön. Musik. Indien. Bengalisches Dickicht. Arbeitsbereiche verwalten. Nee. Arbeitsbereich 4. Arbeitsbereich 3. Okay. Zack und zack. Hätten wir das. Gut. Du bist entlassen von der Arbeit. Du kannst dich wieder um andere Sachen kümmern. Bildungsbewertung geht hoch. Das ist sehr schön. Was habt ihr denn? Ihr ist verstorben. Holen wir euch raus. Holen wir euch raus. ...6000. Also langsam machen wir wieder Geld. Okay. Bauen. Veterinärforschung abgeschlossen ist. Will ich erstmal das fertig bauen. Lasst mich. Können wir da nicht noch irgendwie Bilder anhängen oder sowas? Können wir gleich mal gucken. Jetzt können wir nach unten gehen. Was? Was ist kaputt? Irgendwer schreit doch jetzt schon wieder. Lass mich raten, ist ein Tier abgehauen? Warte, 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 warte. Hä? Versteht das Problem nicht gerade. Was habt ihr denn? Kein Futter, ja. Die Tierverwaltung ist gerade unterwegs. Ja, läuft hin da. Elli. So.
kommt der Techniker? Wo bleibt der? Wo bleibt der Kumpel? Wo bleibt denn der Kumpel? Er ist gerade da. Ja, kein Futter. Victor, ein Arsch. Gepard. Was hat denn der Gepard für Probleme? Wikipedia. Was muss beim Gepard sein? Zwei Männchen, ein Weibchen. Okay. Hier kommt ein Weibchen raus. Gepard. Ich finde das... Ja, kann ich nicht viel gegen machen. Weil ich werde alte Tiere nicht los. Das ist ja das Problem. Ich werde alte Tiere einfach nicht los. Ja, die können... Lieber. Vermehrt euch, bitte. Bitte. Bei Bibern will ich ja, dass sie sich vermehren. Er ist jünger. Weg. Okay, haben wir das. Erstmal schnell handeln. Das ist ja das große Problem. Ich werde die nicht los. Müsste ein Weibchen loswerden, nur das Weibchen ist sehr alt. Haben wir noch ein junges Männchen hier drin? Ich glaube, euch werde ich los. No, junges goldenes Männchen. Schnell handeln. Na, kommt schon. Aber schön Jungtiere. Okay. Das hat das Problem in dem Spiel, wenn ich all die Tiere vernünftig loswerden würde. Ich glaube, die brauchen eine zweite Futterplatte. Oh, es kommt nochmal der Tierpfleger. Tierpfleger. Mit den Arsch. Ja, ich weiß. Ringböcke. Ja, ist ja in Ordnung. Die Pflege anfordern. Was ist denn hier los? Stoppt er die Tiere noch oder? Das wird zu viel verlangt. Und gleich mal reingucken hier. Jetzt Bereich 4. Klappt das mal auf. Und drei Tierpfleger. Ja.
Manchmal regen sie mich ein bisschen auf. Ist hungrig, ja. So, Strauß. Alter. Ist okay. Sieht erstmal alles raus, was keine hohe Attraktivität hat. Da lohnt sich ja das Verkaufen. Ein Büffel. Ein Büffel. Raus, 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 schnell handeln. Springböcke. Hier ist das gar nicht. Gazellen? Ist auch noch nicht viel. Alpha-Status. Unfruchtbar. Kann ich nicht. Gut, jetzt müssen wir nochmal wieder Biber gucken. Biber einkaufen. Mechanischer Biber. Aber das wieder ein bisschen durchmischen. Oh, noch ein Männchen. Ja, im Leben nicht. Nee, 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 nee. Welches Gehege denn? Hier ist doch alles zitiert. Tierarzt. Stimmt, die sind ja auch alle gerade am rumforschen, ne? Die sind ja gerade in meiner Forschungsgefangenschaft. Wieso öffnet der jetzt das Menü nicht mehr? Mann. Tierarzt, Ameisenbär. Tierarzt. 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 War noch. Tierarzt. Gehege 34 ist doch. Na, habe ich das Spiel wieder kaputt gemacht. Rosa Flamingo. Na, ich hoffe nicht. Ja. Lama. Ja, weil sie momentan des Todes am Forschen sind. Tierarzt. Lama brauchen wir auch noch einen Tierarzt. Tierarzt. Naja, so langsam lichtet sich ja der Wald. Stehen da schon wieder Schlange, ne? Jetzt füllt sich der Park wenigstens. Ja.
läuft doch langsam. Es geht voran. Techniker anfordern. Jedes Jahr. Gut. Ein paar wegen Überbelegung. Du bist schwanger. Du kommst raus. Oh, ja, machen wir das so. Alpha-Status. Du bist alt, du fliegst eh bald raus. Die Flieger zuweisen. Der ganze Park fällt langsam echt auseinander, ne? Hab ich doch gerade umbenannt. Stimmt, ey. Die Lämmelung ist ja schon älter. Hier hat's anfordern. Ja, das haben wir. Kann ich nicht machen, weil ich die alten Tiere nicht loswerde. Müsste so ein Sammelsurium-Becken bauen. Gehege bauen. Wo sie ihre letzten Tage fristen können. Das könnten wir echt mal machen. So. Jetzt ein paar Minuten Ruhe. Können wir hier nicht irgendwie Wandschmuck ransetzen? Requisiten. Säune. Ja. Gut, haben wir hier noch irgendwas Großes? Das ist sehr groß. Bisschen klein, 2 Meter, 4 Meter. In Richtung. Ja. So langsam stabilisiert sich das, ne? Szenarienbewertung. 25%. Okay. Stehen erlauben. Perfekt. Bist auch gleich fertig damit. Ja, kann ich momentan nicht viel machen. Dann gucken wir uns nochmal schnell ins Wohlbefinden rein. Was habt ihr denn für Sorgen? Qualität der Mahlzeit. Oh. Strauß- und Futterbeschäftigung. Okay. Der afrikanische Strauß. Da. Darauf haben sie gar nicht mehr so viel Bock. Da auch nicht drauf. Schön. Ja. Oh. Bälle. Nee, das geht schon mal hoch. Gut. Was ist mit euch los? Was habt ihr denn für Sorgen? Sauberkeit. Stabilen Rückzugsort. Ihr seid ja auch arg viele. Ja, dann sortieren wir euch aus. Okay. Schon älter. Ist
Sortieren wir erstmal das aus, was geringere Attraktivität hat. Okay, also alle. Dann machen wir das anders. Dann bleiben die Jungen erstmal drinnen. Die Alten holen wir raus. Genau, schnell handeln. Ja, wir können hier nicht weiter raus, ne? Haben wir noch stabile Rückzugsorte? Einfach nur die Überdachung sind. Dass das Wohlbefinden bei den Hoch geht. Jo. Nicht hübsch, aber ist okay. Ja, da vorne her. Ist der Sicherheitsdienst. Selbst der Sicherheitsdienst ist öfters hier als der Tierarzt. Ja, ist zu alt. Okay. Aber naja, es ist so, wie es ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.